West Brom Arsenal. Das ist die Partie heute. Ja. Kann man mal machen. West Brom ist irgendwie 13. oder so und das ist unser Duell hier. Rondon gegen El Shaarawy. Wir spielen ein bisschen anders im 4-1-2-1-2. Sehr eng, weil wir eben mit der BL wieder spielen, weil in zwei Tagen auch schon wieder Europa League ansteht, die übrigens gegen Southampton stattfindet. Und da müssen wir eben auf unsere Flügel verzichten, weil die alle müde sind. Und deswegen spielen wir hier ohne Flügel, ganz einfach. Und El Shaarawy, der Sturmpaten heute von Modest. Zumindest jetzt mal von zu Beginn dieser Partie. Mal gucken, ob wir das über volle 90 Minuten so durchziehen. Und Modest! Oh, der wäre eh nicht rein, aber auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Was war denn das? West Brom im klassischen Trikot. Also nicht wundern, ich wollte einfach nur dieses Schwarze ausprobieren. Von uns. Oder dunkelblau oder was es ist. West Brom, die sind sogar in der Tabelle weiter vorne als Liverpool und Liverpool ist 15. Also die sind 4 Punkte vom Abstiegsplatz weg. Da wird es ganz, ganz kritisch bei denen. Und Modest hier macht Bekanntschaft mit der Latte. Nicht mit seiner eigenen. Wendell! Was ist mit dem Jungen los? Wird der auf einmal zum Goalgetter oder was ist da los? Ganz starkes Ding. Wendell, zweites Tor. Er hat ja erst vor kurzem getroffen. Bei seinem letzten Spiel auch schon. Im letzten Spiel hat ja Gibbs für ihn gespielt. Und das Spiel davor, da hat er auch schon das Tor erzielt. Also, bei dem läuft's. Da war Handspiel von Mertesacker der Fall. Oh, Ødegaard. Geht da gar nicht erst ran. McLean. Jetzt kommt eine Möglichkeit. Ødegaard. El Shaarawy. Schade. Wäre das Abspielen oder der Pass vielleicht die bessere Alternative gewesen. El Shaarawy. Modest, schade. West Brom noch total ungefährlich. Noch nichts wirklich zu melden gehabt. Das ganze Spiel läuft über unsere Offensive. Ødegaard mit dem Auge für Coquelin. Coquelin, 2-0. So einfach kann Fußball sein. Das geht direkt weiter hier. Offensiv Powerplay ohne Ende. Das war schlecht von Wiltshire. Aber Xhaka bleibt dran. Nee, bleibt er nicht. Oh, jetzt da die Möglichkeit. Und der Schuss war nicht schlecht. Szczęsny muss aber nicht mehr dran. Wendell.
Ja, da war er zuletzt dran. Ne, es gibt Eckball. Gesucht wird wieder Modest und wieder die Latte. Wieder trifft Modest die Latte. Vorhin schon beim Eckball auch die Latte. Mann, ey. Modest jetzt mal mit dem Fuß, aber auch dieser Ball geht nicht ins Tor. Schwach. Sehr, sehr schwach. Gabriel auch heute wieder Rechtsverteidiger. Einfach weil wir nichts haben auf der Position. Da muss halt irgendjemand sich opfern und das ist jetzt halt eben wieder Gabriel. Der hat das ja auch gar nicht mal so schlecht gemacht. Ödegaard, Wiltshire, Sharawi, das war nix. Probieren wir es wieder mit Modest. Diesmal von der anderen Seite. Modest, komm nicht dran, Wiltshire! Ist da komplett überrascht, dass er den Ball überhaupt mit dem Fuß berührt. Dementsprechend bringt er ihn nicht mehr aufs Tor. Aber egal, Halbzeitpause. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir El Shaarawy mal nach hinten. Bring Eto'o. Wir bringen noch Rashford für El Shaarawy eben dann halt. Und Diarra für Coquelin. So. Schauen wir mal, wie das hier läuft. Hoffentlich besser als vorhin. Da bin ich mal gespannt. Wenn es besser läuft, können wir hier auf jeden Fall noch ein paar weitere Tore erwarten. Wobei ich mit diesem Ergebnis eigentlich auch schon zufrieden bin. Aber natürlich ist das eine oder andere Tor extra immer gut. West Brom trifft auf Everton in der nächsten Partie. Während wir es in der Europa League eben mit Southampton zu tun haben. Die Suche nach der Lücke. Modest. Nee. Corker ist da dran. Modest. Dyer, der Schuss war nicht schlecht. Aber geht vorbei. Wie so viele Schüsse heute. Keiner will irgendwie ins Tor, vor allem die von Modest. Die küssen lieber Aluminium statt Stoff. Wiltshire sieht Wendell. Oh, das war nix. Ganz locker von Wendell da abgelaufen. Ich glaube, West Brom will jetzt einfach nur noch Schadensreduzierung betreiben hier. Ich habe nicht das Gefühl. Also sie gehen auf jeden Fall nicht wirklich nach vorne.
Aber wir haben auch nicht mehr wirklich so die Mega-Chancen wie vorhin in der ersten Halbzeit. Also der Trainer wird ihnen höchstwahrscheinlich gesagt haben, dass sie einfach ein bisschen konzentrierter spielen sollen, ein bisschen defensiv stabiler. Und so läuft das nämlich auch gerade. Sie haben offensiv genauso wenig Chancen wie vorhin, nur eben defensiv stehen sie deutlich besser. Modest nimmt den Ball mit. Diarra ist natürlich nicht mehr der Schnellste und auch nicht der Jüngste. Und das ist eine gelbe Karte für diese Grätsche hier. Die ist mehr als verdient. Gabriel. Och Mann. Wir wollen unser 3-0 jetzt noch haben. Vor allem Modest würde ich dieses Tor echt noch gönnen. Boah. Zum Glück vorm Strafraum noch umgesetzt. Aber es ist klar, gelbe Karte. Boah. Gabriel. Ach komm. Zehn Minuten noch. Robson Kanu, frisch auf dem Platz. Aber auch er kann da nichts mehr verändern. Aber auch wir schaffen da nicht mehr, irgendwas rauszuholen. Irgendeine gute Chance. Irgendwas. Es ist einfach nur noch Mittelfeld gegen Mittelfeld. Ja, bis zum letzten Drittel kommen wir und dann ist vorbei. Gabriel. Das war's. 2-0. Das Ding hat sich erledigt. Wir sehen uns in der Europa League. Bis dann und tschüss.